Hallo, da ist der Gusur. Ja, es kommt natürlich noch eine Folge COC und sie ist sogar noch real, also in der richtigen Zeit. Heute haben wir Donnerstag. Und ihr seht, ich bin wieder ein bisschen weiter gekommen. Ich habe nicht 36, sondern 37 Zehnermauern. Und das läuft mega gut bei mir. Und ich greife an. Ich muss wieder mal ein paar epische Angriffe raushauen. Aber ich hoffe, in Anführungsstrichen, ich habe heute da keine Zeit für. Nein, keine Sorge, ich will das natürlich auch immer machen. Aber ich hoffe, ich habe noch was anderes zu tun, weil ich habe mir ein Hochbett klar gemacht, was ich hier für das Zimmer nutzen werde. Und das soll ich hoffentlich, beziehungsweise kann ich hoffentlich heute abholen. Und das wäre mega geil. Da zeige ich natürlich dann auch ein Video darüber, wie ich das dann am Aufbauen bin und wie auch immer. Weil das wird einiges nochmal viel besser machen können, wie auch immer. Dann kann man die Fläche halt ein bisschen besser nutzen. Und ich kann an den Pfosten des Bettes den Greenscreen spannen. Und dann heißt es, habe ich, dann sieht es noch besser aus halt. Dann kann man das noch ein bisschen mehr aufziehen. Und das wäre halt mega pornös. Ah, aber das ist nicht viel. Ah, das bisschen dunkle noch, war? Ah, ich meine ganz ehrlich, so mega loot ist das nicht. Ja, aber wie gesagt, da dachte ich mir auch, oh, naja. Bei GTA habe ich noch ein bisschen was vorgemacht. Ich glaube, da bin ich bis Samstag oder sowas am Start. Und ja, dann dachte ich auch, oh, komm, ein bisschen COC muss noch gehen hier. Deswegen seid ihr ja nur am Start. Oh, habe ich noch was zu trinken dabei? Ah, sehr geil. Ha! Cool. Ah, ja, ein bisschen Alex, aber viel ist auch nicht. Nee. Das ist es nicht wert. Auch nicht. Oh, Leute. Aber ich hatte schon, also mit dem anderen Account habe ich heute auch schon wieder irgendwie einen zweiten. Ja, der ist nice. Gucken wir mal. Na, hier hat er halt relativ Fläche. Obwohl, ich könnte pokern. Ja, ich pokere. Und sage hier drei Spells. Yes! Und dreimal Fläche weg. Dann nur noch den einen hier Fläche. Und was mache ich jetzt? Yo. Nee, ich gucke erstmal, ob ich hier easy Bomben irgendwo zu liegen habe. Nö, habe ich nicht. Okay. Dann gehen wir da rein. Das ist prima. Wir reißen ihm den Hintern auf. So. Ich habe noch was in Planung. Und zwar würde ich so eine Sache machen, so eine Art Format, Gusuas Woche. Weil ich ja merke, also mittlerweile wird es ja auch mehr mit den. Oh, schon wieder ein Packer, Alter, yeah. Derjenige, der mir mal einen Packer spendet, ziemlich nice. Deswegen haue ich jetzt auch mal die Clan-Truppen schon ein bisschen früher raus, weil ich denke, ah, bevor ich jetzt hier irgendwie am Ende dann irgendwie einen Packer raushaue, wäre ja schade. Ja, fast noch umsonst da, also umherum gekommen hier. So, jetzt, das ist jetzt der Moment, der jetzt klappen sollte. Genau. Queen kommt auch gleich. Ich lasse mir noch ein paar. Ah, er hatte. Ja, okay, sogar noch CB drinne hier. Ist ja ein alter Schlawiner. So, jetzt hoffen wir, dass wir mit der Queen noch ein bisschen was reißen können. Machen wir hier mal was. Ja, genau, hier noch. Ja, cool. Doch, ist okay. Ist jetzt, wie gesagt, waren Farm Troops. Immerhin, doch, nett. 800? Oh, ich wusste gar nicht. Ich dachte, es wären 400 Dunkles. Nice. Ah, ein Magier würde noch reinpassen, deswegen spende ich da jetzt keinen Bogi. Lennart. Nee. Da muss ich.
Warum auch das Gold so weit draußen? Krass. Also allein, guckt mal, also, boah. Also was das für ein Unterschied war. Aber, also mauertechnisch würde ich sagen, ey, richtig cool. Und dann sehe ich aber wieder die Minenwerfer, da wo ich dann auch sage, oh, okay, total gerusht. Aber wie gesagt, die Mauern sind schon krass. Aber ja, ein total gerushtes bringt halt eben im CW halt auch nicht wirklich viel. Ja, das stimmt schon. Mit dem, das andere war definitiv, also habt ihr ja gerade selber gesehen, außer die Mauern, das stimmt schon. Außer die Mauern. Und das war es jetzt aber eben, wo ich auch gesagt habe, okay. Zack, so, egal. Zack. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, also ist natürlich cool, wenn man eine gemaxte 7er zum Beispiel hat, aber nichtsdestotrotz kann ich natürlich auch nicht nur Level 7 reinbringen, weil wisst ihr selber, die Truppen, wenn man da ein paar von drin hat, kein Thema, aber so grundsätzlich, die Truppenspenden sind natürlich dann auch dementsprechend klar, weil man kann dann halt eben nicht so viel fettes Zeug spenden und das ist dann auch wieder schade. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz fahre ich, denke ich, ganz gut mit der Situation, dass man halt sagt, gut, okay, hier nicht nur Level 100, weil, ja, wirklich, das muss auch nicht sein. So, ich muss noch mal kurz erläutern, was ich überhaupt sagen wollte. Eigentlich wollte ich jetzt das gesamte Dunkle komplett saven für meine Hexenaktion, die ja hoffentlich bald kommt. Ich denke, ihr hofft das auch. Und da würde ich die eigentlich weniger gerne in den Helden zum Beispiel stecken. Bloß wenn ich jetzt sehe, ich baue hier auf 14 und könnte dann wiederum auch nochmal auf 15 und das Dunkle geht relativ fix. Naja, gucken wir später. Das ist nicht weiter wild. Jetzt, genau, jetzt hatte ich einen, der auf jeden Fall noch gecheckt wird. Aber wie gesagt, ansonsten bin ich noch mit dem Checken ein bisschen zögerlich. Aber denjenigen wollte ich hier mal checken, den Fabian. Also ich würde mal jetzt einfach mal so tippen. Ziemlich maxed 8. Ziemlich maxed 8. Ja, er ist noch. Hahaha, er ist noch 8. Und halt auch wirklich die Mauern bei 86, also bei 86, sogar schon den King auf 10 komplett so weit gemaxt, ist bei 86 sehr gut. Also du hast hier keine groben Schnitzer erlaubt, hier von wegen, was eben aufhält. An Zeit halt. Weil ich das eben bei meinem Bruder gesehen habe. Der hat ja auch megamäßig losgelegt und der ist dann, glaube ich, lasst mich überlegen, ich glaube 89 oder sowas ist der dann hochgegangen. Der hatte auch die Mauern fertig auf 8 und das war schon echt eine Mega-Nummer. Also, wo ich dann auch gesagt habe, alter Fäsch. Nee, also das passt. Dunkles drinne, klar. Die Kombi mit dem Flächenschaden relativ weit draußen ist eine Sache, die bei dir vielleicht laufen wird und vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist. Schön die Lager einzeln gestellt, also das ist cool. Läuft. Hier schön, hier. Schön die Bomben nicht einfach so, oh, hier komm, ich pack mal hier eine Bombe hin. Hier auch. Schön den Minenwerfer geschützt. Hier auch. Läuft. Echt cool. Hier, nur jetzt mal, ist jetzt hier nicht hier, warum? So eine Sache. Wenn du die Mauer hast, du hast sie ja nicht einfach so dahingestellt, klar.
Dann nimm doch aber bitte keine Achtermauer. Ich meine, der Unterschied ist jetzt auch nicht so übel. Klar, wir haben hier 2,5 und da haben wir, glaube ich, 3. Ist nicht so der Knaller. Aber wenn du schon eine gute Mauer hast, dann lass du doch da nicht extra stehen. Das ist nicht so clever und auch eine andere Sache. Zum Beispiel. Nur jetzt nochmal so als kleiner Tipp. Wenn ihr hier sowas baut, was vollkommen legitim ist, was vollkommen in Ordnung ist, dann aber, wie hier jetzt richtig ist, mit den schlechteren Mauern, weil da kommt eh jetzt kein Mauerbrecher an und sagt, oh, komm, ich schnippel die weg. Weil dann gehen sie hier so ran oder sowas. So, hier genau dasselbe. Brauchst du, in dem Fall ist es hier sozusagen in meinen Augen nicht so sinnvoll, pack die Achtermauern hier unten in den inneren Kreis rein. Und stell da halt 2,7er hin. Von hier. Hier genau dasselbe Thema. Warum verballerst du Achtermauern, wenn du die eigentlich hierhin hättest haben können? Wie gesagt, 500 Unterschied ist jetzt nicht so der Knallerhammer, aber du, ich denke mal, jeder weiß, was gemeint ist. Ansonsten kann ich base-technisch nicht meckern. Hier mit dem doppelt gestellten einwandfrei. Du hast den Magierturm schön aus der Range genommen. Einwandfrei. Passt. Das finde ich richtig gut. Aufstellung finde ich, wie gesagt, super gut. Bloß wie gesagt, hier weg, dahin, hier weg. Guck mal, nur jetzt mal, zählen wir mal kurz zusammen. Oben die eine, die kommt später. Rechnet sich besser. 2, 4, 6, 10, 12, 13. Du hast 13 Mauern auf 8, die du effektiv gar nicht brauchst, die theoretisch Einsalmauern sein könnten, weil sie scheißegal sind, weil keiner gegen geht. Deswegen anders hinstellen und da kannst du mit 13 Mauern schon richtig was reißen wieder. Nur mal so als Tipp. Ansonsten kann ich wirklich gar nicht meckern. Cooles Ding. Echt gut gemacht. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Ich guck mal gerade noch kurz auf die Kasernen. Da bist du auch noch am Bauen, genau. Also wirklich, sie sind übelst am Rumwuseln hier, die hast du auch schon auf Päcker. Einwandfrei. Ich guck mal gerade, ob du noch irgendwo was anderes drinne zu stehen hast, was du nicht drinne brauchst. Nee, einwandfrei. Auch hier, da dunkles, ein bisschen verteilt. Kann ich nicht meckern, einwandfrei. Läuft. Nico möchte rein, mal gucken. Der ist schon so lange geschlossen gewesen, der Clan. 88. Ja. 88. Das ist okay. Und wir haben hier einfach wirklich dann den Vorteil. Guckt mal, ihr seht selber. Wir haben schon die 6er Bogies. Und wir, also er bringt dem Clan sozusagen was, er hat einen Lava-Hund und so eine Sachen, das spielt halt auch rein. Und wie gesagt, er war halt, ich guck gerade mal, er war maxed 8 und ist dann hochgegangen. Cool. Nett. Einwandfrei. So. Ich würde ja gerne noch einen Angriff raushauen. Also nochmal zeigen. Genau, oh, ich schneide das kurz raus, das ist kein Thema. Ich wechsle nochmal in meinen anderen Account. So, und da bin ich wieder und schon wieder habe ich kein Schild, wurde aber trotzdem wieder nicht angegriffen. Ich bin wirklich komischerweise da echt unterm Radar irgendwie mit dem, weil das ist echt schon komisch. Mit dem großen Account wird man wirklich relativ schnell angegriffen und mit dem, ich guck mal gerade rein in den Verteidigungslog. Guck mal, Verteidigungslog vor 5 Stunden Angriffe? Guckt mal. WTF? Und die sogar noch ge. Ha, lol, die sogar noch gewonnen. Stimmt. Ja, wo man sich sagt, hä? Vor 12 Stunden ist das letzte Mal richtig der Arsch geplatzt. Wo ich mir auch sage, warum? Komisch, finde ich das. Aber gut, finde ich natürlich, komme ich natürlich umso schneller weiter. Meine 4 Bauarbeiter haben sogar zu tun. Und, das soll ich jetzt, möchte ich jetzt auch nicht verheimlichen, sogar noch den, ich glaube, ich baue den Wutgrad noch aus.
Nee, den Heil. Genau, der Wut hätte 450.000 gekostet und ich habe mir aber den Heil für 1,2 Millionen gegönnt. Weil ich mir auch dachte, gut, okay, komm, am Ende stehst du wieder da, Alex hast du wieder ohne Ende und wie auch immer, will ich auch keinen, habe ich keinen Bock drauf. Gucken wir mal, ein Tag, ein Tag, ein Tag und der hier, genau da. Genau, Tesla-Fail. Ich bin die ganze Zeit am Machen und fange schon teilweise meine Mauern an, ja. Und was sehe ich dann? Da dachte ich mir, irgendwas war doch noch, irgendwas war doch noch. Und habe die ganze Zeit mitbekommen, ja schön, die ganze Zeit, die ich jetzt schon hier Town Hall 7 bin, kann ich ja die Tesla bauen. Und habe das einfach wirklich verpeilt. Habe das einfach ein bisschen hinten rangeschoben. Ah, auch wieder richtig, richtig nett, Alex. Oh doch, oh doch. Oh doch. Doch, das Alex wollen wir haben. Ganz ehrlich, das wollen wir doch haben, oder? Ja, da sind wir dabei. Das ist prima. Ich glaube, den habe ich heute schon gebracht, aber egal. So, gucken wir mal, was wir in der CB haben. Und ich würde mal sagen, von oben rein. Die Magier-Türme will ich noch mal. Ha, nee, ich will den Spell nicht benutzen. Ich will nicht, weil man das auch irgendwie anders auf der Reihe kriegt. Ich schicke mal den King vor und dann haue ich hier mal hinten noch rein. Und ich denke, das müsste passen. Dann kann ich mir hier schön meinen Weg frei bomben. Weil echt, der Level 1 King, der kann so abartigst viel. Das geht gar nicht, ey. Das geht wirklich gar nicht. Das passt auf keine Kuhhaut. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Unterschied zwischen 5er und 10er King ist meiner Meinung nach, ja, wie soll man sagen? Das hört sich jetzt auch ein bisschen komisch an. Aber der Unterschied, ja, wie soll man das erklären? Ich kann das schlecht erklären. Also der Unterschied zwischen einem 5er und einem 10er King ist ein Witz im Gegensatz dazu, wenn man keinen King hat und man hat einen King. Ich meine, jetzt werdet ihr auch sagen, natürlich ist da ein anderer Unterschied, weil kein King haben ist natürlich total fail. Logisch. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also, wirklich jeder, der Town Hall 7 ist und sich denkt, oh, was mache ich? Grade ich irgendwas ab mit meinem dunklen Alex oder baue ich mir ein paar Lakaien oder was auch immer? Nein, ihr macht bitte gleich den King. Wenn nicht, kommt der Gusor vorbei und gibt euch auf den Hintern. Ah, das ist Androhen von Schlägen, oder? Ich glaube, dafür kann ich auch gedisliked werden oder so. Nee, aber wisst ihr, wie ich es meine? Also, King ist auf jeden Fall wert. King ist es auf jeden Fall wert. Und wir haben schon wieder 23 Pokis, die wir nicht unbedingt brauchen, aber ich wollte auch einfach ein bisschen höher gehen. Gleich, ich nehme gerade auf. Jetzt bin ich wieder ein bisschen dichter rangekommen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich entschuldige mich dabei bei euren Trommelfellen, dass das wieder ein bisschen lauter wurde. Nee, aber ansonsten läuft das echt geil. Und wie gesagt, ich werde heute noch einiges produzieren, hoffe ich. Wie gesagt, wenn ich das Bett abholen kann, dann natürlich nicht. Von Olli kommt noch ein Angriff und dann war's das. Das ist nett. Also das ist nett und Go Wipe. Ich konzentriere mich mal auf den Bereich, dass man halt wirklich das schön am Start hat. Und jetzt genau da haben wir den. Und dann, wenn in dem Bereich hier so, ah, schade, Packers gehen außen drum. Schade. Aber, weil ich hätte jetzt nämlich gedacht, hier so langsam den Rage rein. Also, wenn die Packers reingegangen wären, dann so an der Stelle so irgendwo den Rage. Na, ärgerlich. Ich meine, Dunkles ist natürlich cool, wenn die da raufgehen, aber die hätten natürlich erstmal den Magierturm zersplashen können. Der Wut war schön lange, aber aber ich denke trotzdem. Ah, guckt mal. Pekka hält auch nicht ewig. Aber die Magier, das war cool. Da hat der Golem gut getankt. Auf jeden Fall. Beziehungsweise die Golems. Ja, klar, Pekka down.
Aber trotzdem halt noch so gut wie alles Alex gezogen ist. Nice, auf jeden Fall. Und wir sehen, das läuft auch noch eine Weile. Ich gehe mal davon aus, dass du das so alles ausgeschaltet hast und dann so nach und nach noch einen kleinen Abräumer machst. Und du hast noch die CB. Jetzt wollen wir sehen, was geht. Oder du hast auslaufen lassen. Er läuft aus. Ja, nee, aber ansonsten passt schon. Läuft. Auf jeden Fall. Schade, wie gesagt, dass die Packers rumgegangen sind. Aber das weißt du, glaube ich, selbst. Aber das passt. So, wieder sagt kein Schild, aber wie gesagt, passt. Läuft. Ich wünsche euch was. Ihr haut mal bitte rein. Ciao, ciao.